Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein cooles Unboxing für dich, denn die Beauty.at Box ist gerade bei mir eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu schauen, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Beauty.at Box ist so eine ganz merkwürdig auffindbare Box, darf ich das einfach mal so sagen. Es ist schwierig, ne? Also die kommt aus Österreich und das ist irgendwie, ich weiß auch, ich raff immer noch nicht so ganz, wer genau dahinter steckt und was genau dahinter steckt, aber es gibt diese Box immer mal wieder. Ich habe sie letztens auch schon vorgestellt und auch das Mal davor und jedes Mal hatten wir halt echt einen krassen Wert und da habe ich mir auch dieses Mal gedacht, als ihr mir das zugeschickt habt, dann habe ich das auch auf Insta geteilt, dass es sie nun wieder gibt. Ja gut, dann bestelle ich sie mir. 34,90 Euro kostet die Box plus 8 Euro Versand nach Deutschland, da bist du bei 42,90 Euro. Ich finde, in Relation zu den anderen Beautyboxen, die wir hier auf dem deutschen Markt verfügbar haben, ist es schon nicht wenig. Ne? Wir haben hier Beauty mit dabei, wir haben teilweise auch was zu essen oder trinken mit dabei. Wir haben manchmal auch Nahrungsergänzungsmittelprodukte dabei, da bin ich dann ja nicht ganz so hyped von. Aber gut, dieses Mal, ich wollte nämlich tatsächlich die Box hier rausholen, aber nee, das ist ein bisschen anders gestaltet. Wir hatten ja sonst diese flache, schwarze, große, schöne Box. Das ist jetzt tatsächlich hier schon die Box gewesen, denn wir haben hier so einen Karton. Und da haben wir es direkt schon drin. Ne, ist natürlich umwelttechnisch eine feine Kiste, kann man sich nicht beschweren. Und wir haben auch überhaupt nicht irgendwie ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist oder so. Das hier ist das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Also das ist einfach, das sind zwei DIN A4 Seiten, die doppelseitig bedruckt sind. Da kannst du dir nochmal ein bisschen was zu nachlesen und das war's. Hier stehen keine Preise mit dabei und so weiter. Das ist auch keine Einleitung. Doch, es gibt eine Einleitung. Das ist neu, Leute. Das ist neu. Dann gucken wir mal, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Easy Living, Endless Sunshine. Unsere Sehnsucht nach Sommersonne und unbeschwertem Leben ist groß. Die prall gefüllte Beautybox enthält alles für das sommerliche Easy Living. Eine Portion Frische, eine Dosis Fernweh, ein Schuss italienisches Lebensgefühl, eine kleine Auszeit in der Provence, ein Hauch Entspannung, perfekten Sonnenschutz, das relaxte Sommerfeeling für Haut und Haar und ebenso praktische wie unverzichtbare Goodies, die ihre Sommertage begleiten. Und dann fängt schon mit den Produkten an. Wie gesagt, es sind keine Preise abgebildet. Ich schaue einfach mal, dass ich die Preise ausfindig mache. Dann blende ich euch die auch mit ein. Erfahrungsgemäß haben wir hier immer das ein oder andere Produkt, was auf einmal den Preis so oder den Wert halt so mega nach oben schießen lässt. Aber wir gucken einfach mal rein. So, wir haben hier zuallererst so ein Heftchen von Führes, das Geheimnis schöner Haut. Das ist einfach eine Werbung, die hier mit dabei ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier dann auch so die ein oder andere Ampulle davon enthalten ist, weil hier sind Ampullen abgebildet. Ich mag super gerne die von Dalton. Lass mich aber auch gerne inspirieren, andere zu verwenden. Deswegen, ne, bin ich gespannt, was da jetzt mit dabei sein wird. Wollte ich noch irgendwas sagen? Wie oft erscheint die? Alle 2-3 Monate? Auch das, ne? Es gibt keine wirkliche Homepage. Also es gibt schon eine Homepage, wo man es bestellen kann. Deswegen habe ich das erste Mal auch wirklich immer so gestutzt. Aber komm, wir gucken jetzt mal weiter. Das ist alles so kurios, Leute. Das ist so eine kuriose Box. Die kam auf einmal, die war auf einmal da und dann ist sie so geil. Ich weiß es nicht. Foodspring Vegan Protein Balls Lemon Cake. Oh, lecker. Nach Zitronenkuchen schmeckt das dann. Ja, sowas esse ich ganz gerne ab und an mal. Und das sind halt so Bälle. Und die scheinen dann mit Cashew auch zu sein. Ja, deswegen wahrscheinlich vegan auch, ne? Und Zitrone. Lecker. Also wir haben eben erst gegrillt, deswegen werde ich das jetzt nicht essen, aber morgen früh. Gutes Frühstück. Eine Maske, die kann ich gut gebrauchen, weil ich liebe Masken. Masken und ich, wir sind so Leute. Florena Fermented Skincare. Okay, 24 Stunden Hydrating Mask. 99% sind natürlich ein Ursprungs. Fermentierte Kamelienblüten und fermentiertes Olivenöl mit... Achso, dann kommt alles in unterschiedlichen Sprachen, okay. EcoCert und Cosmos Natural sind wohl die Zertifizierungen davon. Ja gut, herzlichen Glückwunsch. Und das hier ist... Das ist keine Tuchmaske, ne? Nee, fühlt sich nicht nach Tuchmaske an. Das wird eine Crememaske sein. Aber die kann ich dann ja jetzt die Tage einfach mal abends machen. Unsere 24 Stunden Feuchtigkeit spendende Maske. Und wenn du halt so diese fermentierten Geschichten hast, dann kommen da meistens halt, das hört sich eklig an, ist aber eigentlich eine ziemlich gute Geschichte, werden entsprechende Bakterienkulturen extra ja dafür gezüchtet, das sind ja edel, ne, wie auch immer, damit das alles besser funktioniert.
Das gibt es sowohl bei Skincare, das gibt es auch beim Essen und so weiter. Also von daher, ne, ich glaube, zählt alles Gegorene halt auch irgendwie dazu. Ich weiß es nicht, dann dürft ihr theoretisch, weiß ich nicht, ich lehne mich jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster, aber normale Lebensmittel, die wir so kennen, sind dann ja auch quasi in so einem ähnlichen Herstellungsprozess hergestellt. Also ich habe jetzt dadurch, dass es fermentiert ist, alles andere als ein IBA-Gefühl. Das ist eher so ein Wow-Geil-Gefühl. Und ja, dann bin ich gespannt drauf, wird getestet. Schauen wir uns mal an. Dann habe ich hier was zum Mampfen wieder mit dabei. Ganz schön viel zu essen. Hustenbonbons, Zitronenmelisse, zuckerfrei von Kaiser. Ja, sowas ist auch nie weg, ne? Und Zitrone mag ich auch ganz gerne. Es muss ja nicht immer dieses klassische Minze sein. Also du hast hier auch Minze mit dabei. Aber dass du dann halt einfach mal so ein bisschen anderen Geschmack hast, finde ich auch ganz cool. So, warum habe ich da eigentlich gerade die Lebensmittel hier separiert? Man weiß es nicht. So, hier haben wir eine Maske. FFP2-Maske. Witzig. Von Katze. Ja, Masken können wir gebrauchen. Das steht vollkommen außer Frage. Ohne Maske geht ja aktuell gar nichts im normalen Leben. Aber immerhin können wir noch ein halbwegs oder bald ein halbwegs normales Leben führen. Oder nach und nach. Geil, ich habe eine lila Maske. Feier ich. Ich habe es letztens noch gesagt, ich hätte so gerne bunte Masken. Und ihr habt mir so viele Infos über Amazon und so weiter gegeben. Und jetzt habe ich halt meine bunte Maske. Ich weiß jetzt nicht. Ja, das ist natürlich geil, ne? Du hast hier von innen so einen Schaumstoffvieh. Das ist ja cool. Und hier außen halt diesen Bügel. Das heißt, auf der Nase wird es dann auch sehr angenehm sein. Von innen ist es weiß, aber das finde ich jetzt nicht weiter schlimm. Dann hast du an der Seite so ein bisschen so Viecher zum Verstellen. Das finde ich auch sehr geil. Die Frage ist nur, wie oft kann ich dann sowas verwenden? Ja, aber jetzt habe ich halt eine lila Maske. Finde ich cool, doch. Also sollte man noch nicht zu viel dran rumpaddeln, weil dann kontaminiert man das Ganze. Ja, deswegen kommt sie wieder zurück in ihr wiederverschließbares Vieh. Und dann habe ich jetzt eine sehr, sehr schicke, edle Maske. In lila. Träumchen, Leute. Jetzt muss aber mal ein bisschen mehr kommen, würde ich mal so ganz ehrlich sagen. Denn ich bin so ein bisschen verwöhnt normalerweise durch die Beauty-AT-Box. Ne? Dann hatten wir da irgendwelche mega krassen Serien und so. Okay, hier habe ich ein vitalisierendes Duschgel von Nä. Naturale Antica Herboristeria. Mit Bio-Zitronen- und Bio-Mandarinen-Extrakten reinigt sanft die Haut und vitalisiert den Körper. Passt auf jeden Fall in die aktuelle Zeit. Ich bin jetzt nicht so der Ultra-Fan von diesen zitrischen Düften in Duschgelen, muss ich gestehen. Da bin ich eher der blumige, fruchtige Typ. Ich kann nochmal dran riechen. Es riecht halt nach einem Zitronensorbet, ne? Also das kann man mögen. Also wenn ich jetzt so richtig, wie heute, jetzt heute ist ein richtig heißer Tag, da könnte ich mir das auch wirklich abends gönnen. Da hätte ich da auch Bock drauf. Aber bis ich so ein ganzes Ding von dieser Geruchsrichtung leer kriege, dauert es ja Ewigkeiten. Deswegen glaube ich, dass das eher weniger bei mir bleiben wird. Vegane Formel, Zuckerrohrbasierte Tube, das finde ich auch cool. Cosmos Organic, also das ist ja alles irgendwie auch in diesem organischen, nachhaltigen Gedönsen. Ne? Da achten die, glaube ich, generell drauf, dass es mehr so ist. Achso, man sieht die Box hier die ganze Zeit, ich wollte gerade schon sagen. So, dann haben wir hier von Konjaku Cognac Sponge Aktivkohle, ein Pflanzenreinigungstüchlein fürs Gesicht. Und ein Krümmel in der Treu hat sie auch. Mit einem Tüchlein hast du mindestens 350 Einwegtücher ersetzt. Das ist ein effektives Reinigen und Make-up entfernen. Sowas finde ich immer schön. Ich mag wiederverwendbare Wattepads und wiederverwendbare Geschichten sehr gerne. Das hier, okay, ist halt ein Tüchlein. Ich kenne halt diese Cognac-Schwämme. Die nimmst du ja so zur Hautreinigung, ne? Fürs Gesicht kannst du die auch nehmen. Aber jetzt als Tuch finde ich auch sehr spektakulär. Das habe ich noch nicht gehabt. Und die, also ich mag sowas gerne verwenden. Das habe ich jetzt hier drin. Handmade with love. Ach, wie süß. Okay. Richtig krass hier eingeschlagen. Okay, ja. Und das musst du natürlich erst nass machen. Und dann kannst du damit dein Gesicht reinigen. Ja. Was ich natürlich bei diesen Cognac-Schwämmen, das ist ja... Wie beende ich diesen Satz am sinnvollsten? Zuallererst Cognac. Cognac-Baum hat Wurzeln. Und aus diesen Cognac-Wurzeln werden Cognac-Schwämme gefertigt und auch dieses Cognac-Tüchlein. Das heißt, es ist ein 100% natürliches Produkt. So. Was ich daran aber immer etwas anwenderunfreundlich finde, ist, dass man die ja immer erst so eine gewisse Zeit einweichen muss, bevor man sie verwenden kann. Das ist halt auch immer wichtig zu wissen, weil es bleibt ja nicht so knüppelhart wie hier. Ne? Du machst es halt unter laufendem Wasser oder du legst es halt im Wasser oder du hängst es unter Dusche.
Und dann kannst du es halt anwenden. Gar nicht wieder reinpacken. Das werde ich jetzt direkt auch mit unter Dusche nehmen. Und bin ich auch sehr gespannt drauf, tatsächlich, wie das dann so sein wird. Pflanzenreinigungstüchlein finde ich auch süß, ne? Das finde ich echt süß. Aber wie lange hält das? Weil normalerweise sagst du, dass du sowas ungefähr einen Monat in der Dusche hängen haben darfst. Und sobald das irgendwie sich auch verändert, auch von der Oberfläche her, sollte man es austauschen. Das steht hier tatsächlich gar nicht drauf. Das finde ich halt ein bisschen schwierig. Ich finde, das hätten die draufschreiben sollen. Okay, aber gut, das wird jeder dann für sich selber entscheiden. Man sieht es ja, wenn es irgendwie halb auseinanderfällt, ne? Leute, ich habe so dermaßen Durst, es ist warm. Hier habe ich jetzt etwas von, da ist ein Neufiech dran gewesen. B-Oil, Hautpflegeöl, 100% natürlich, spezielles Pflegeprodukt für Narben und Dehnungsstreifen. Ja, das ist dieses B-Oil, das ist relativ hochpreisig, hatte ich auch schon mal. Ich verwende sowas ganz gerne. Das ist eigentlich B-Oil Mama. Während und nach der Schwangerschaft, okay, ne, das werde ich dann entsprechend einfach mal aufbewahren, weil ich habe hier auch so Boxen für, wenn welche bei mir im Umfeld halt schwanger sind, Babys kriegen, wie auch immer. Und ich habe in meinen Oberschenkelinnenseiten auch so ein bisschen Dehnungsstreifen ist es ja, ne, Wachstumsstreifen. Da habe ich sowas eigentlich auch immer ganz gerne drauf verwendet, von Freiöl zum Beispiel auch. Ich weiß gar nicht, könnte ich das aber trotzdem verwenden, oder? Wenn man schon Dehnungsstreifen hat, hilft das mögliche Auftreten, ach so, das mögliche Auftreten, verbessert das Erscheinungsbild von bereits vorhandenen Dehnungsstreifen. Guck doch, dann kann ich das wohl verwenden. Genau, das mache ich mir dann, ich werde es jetzt aber direkt mit ins Bad nehmen. Das mache ich mir dann direkt nach der Dusche einfach auf die Oberschenkelinnenseiten, ne? Wenn ich dann meine Haut abgetrocknet habe und so. Doch, doch, das nehme ich direkt mit ins Bad. Das macht Sinn. So, dann habe ich hier etwas drin und zwar Limited Edition Remix Cologne, 4711 Remix Cologne Natural Spray, Lavendel, okay, frisch, floral, unbeschwert. Dieses moderne Eau de Cologne beweist den Zeitgeist des Klassikers, echt kölnisch Wasser. Erlebe die blühende Frische des Lavendels, sommerlich neu geremixed, okay. 4711 steht jetzt nicht unbedingt für jugendliche Parfums, um das mal so zu sagen. Aber gut, ich bin ja auch keine Jugendliche. Sowas kommt dann auf jeden Fall in meinen Full-Face-Beauty-Boxen mit rein. Ja, das habe ich tatsächlich auch in einer anderen Duftrichtung schon da. Werde ich jetzt aber noch nicht ausprobieren. Das kommt, wie gesagt, ins Full-Face. Und dann werde ich das da, sofern ich es auslose für mich selber, dann auch verwenden und im Video mit euch zusammen testen. Ja, aber so ein Parfum dabei ist doch ganz nice. Es ist so warm in diesem Raum. Es ist Wahnsinn. Okay, so, weiter geht die Bildreise. Richtig gut. Eucerin mit Hyaluron, Sun Protection, sehr hoher Schutz, 50+. Dankeschön. Finde ich echt klasse. Brauche ich. Phyto Aging Control, brauche ich auch. CC Mittel, oh oh. Ist das? Okay, das ist dann wohl. Face Sun Creme getönt. Oh, Mittel, Mist. Alle Hauttypen mindert, sichtbar feine Linien, kommt auch ins Full-Face Beauty Boxen mit rein. Unparfümiert, verleiht einen gleichmäßigen Teint. Dann kann ich ja mal gucken, ob mir das passt, ne? Weil Mittel ist jetzt eigentlich nicht ganz so meins. Ich habe mich eigentlich gefreut, ne? So schön, so ein Lichtschutzfaktor mit 50+ fürs Gesicht. Verdammt. Aber gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Aber sehr mutig, da einfach mal so eine Art CC-Cream, Foundation, wie auch immer, mit reinzupacken. Schon krass. Aber das werde ich dann mit euch zusammen austesten. Kann ich jetzt aber auch mal swatchen, oder? Komm, das gucken wir uns mal auf dem Handrücken an. Miep, 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 miep. Und zack, haut ein Würstchen raus. Das sieht wirklich dunkel aus. Ah, das war ein Reim. Aber das kann ja sein, auch das war jetzt nochmal hinterhergereimt, ey, dass sich das anpasst. Das sieht schon sehr, sehr rötlich aus. Ne? Sehr, sehr mittel. Aber gut, bis ich das Fullface schminke, dauert es ja eh noch so ein Mönertchen. Und vielleicht habe ich bis dahin so viel Sonne getankt, dass das meinem Teint entspricht. Das wäre ja was, ne? Ja, aber so. Ja, man sieht schon die Ränder, ne? Ah, vielleicht. Wir gucken mal. Vielleicht passt das ja. Ich habe ja schon das ein oder andere Mal ausprobiert. Vielleicht kann man sowas auch mischen. Ne, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Müssen wir mal gucken. Aber cool, dann habe ich auf jeden Fall was für meine Full-Face-Beauty-Box. Und wir hatten hier auf jeden Fall Beauty mit dabei, finde ich schön. Auch das kann ich mit reinnehmen, wie schön. BB Pflege Gloss Shaker, den wollte ich mir eigentlich holen. Paris verliebt
Das ist ja schön. Das finde ich richtig schön. Die gibt es ja, glaube ich, auch mittlerweile von Balea und so, ne? Also quasi, oder? Ist das von, oder sind, nee, das hier sind die quasi die Dupes zu diesen High-End-Geschichten von Dior oder so. Da gibt es sowas ja auch. Das finde ich auch hübsch. Da hast du halt eine leichte Tönung mit dabei und das ist eine richtig schöne Farbe. Den hätte ich mir auch in der Farbe geholt. Ja, da hast du hier den Prümpel. Prümpel. Oh, schön. Das fühlt sich sehr weich an. Oh, muss ich aufpassen, dass ich das nicht jetzt umkippe. Ja, das ist halt so ein fliegendes Glossvieh. Das finde ich gut. Ja, das hat auch einen leichten Duft. Mag ich. Doch, das mag ich wirklich. Das ist schon, aber das war auch eins von diesen Teaser-Produkten. Denn bevor man die Box bestellt, hat man halt unten drunter, bevor, also ne, wo man das kaufen kann, hat man unten ein bisschen, wenn man runterscrollt, auch die Möglichkeit zu sehen, welche Produkte so ungefähr drin sind. Da ist nicht alles aufgeführt, aber teilweise. Das ist schon cool. So, Glow Boost von Neutrogena. Revitalisierendes Lichtschutzfaktor 30 Fluid mit Neuglucosamine und Vitamin C und E schützt, hilft der Haut Alterung vorzubeugen für gesund aussehende, strahlende Haut. Sowas kann man immer ganz gut gebrauchen, ne? Ein Fluid. Ist halt wie so ein Serum, denke ich dann mal. Ja, booste deinen Strahlen in nur einer Woche. Nicht schlecht gespeckt. Gucken wir uns mal die Verpackung an. Ja gut, das ist einfach eine Tube, ne? Und wenn du dann noch Lichtschutzfaktor 30 mit dabei hast, dann beschwert man sich nicht. Vor allem, wenn man ja auch diese Vitamin C-Produkte verwendet, musst du immer Lichtschutzfaktor danach tragen, ne? Kann ich nur empfehlen. Alles, was irgendwie mit Glow zu tun hat und also was der Haut Glow verleihen soll, hat ja irgendwelche Säuren oder irgendwelche Vitamin C-Geschichten mit dabei. Und da kann ich auch nur empfehlen, dann nochmal einen Lichtschutzfaktor drüber zu geben. Hier hast du schon mal einen 30er mit dabei. Das finde ich schon ganz cool. Doch, ne? Und das ist... Ist das? Ist das eine Creme oder ist das ein Serum? Das weiß ich jetzt nämlich nicht. Täglich gleichmäßig auf das gereinigte Gesicht sowie den Hals auftragen, nicht in die Augen. Ja, mir steht da jetzt so auch nicht mit dabei. Ich hätte jetzt wahrscheinlich je nach Konsistenz darüber noch eine ganz normale Tagescreme drüber gegeben. Weiß ich aber jetzt so nicht, ne? Jo, dann habe ich hier ein Getränk. Das werde ich leer ziehen. So viel zu Nahrungsergänzungsmitteln. Mit Kollagen, Bloom Beauty Essence Skincare Drink mit Kollagen. Das haben wir öfter mal so ein Drink auch mal dabei gehabt, auch in Beautyboxen. Die sind ganz lecker, aber Leute, dadurch, dass du dir ein so ein Getränk reinziehst, wird es jetzt nicht dein Leben verändern. Ist immer sehr, sehr hochpreisig, finde ich, wenn man sich das mal hochrechnet, was es kosten würde, bis man diese empfohlene Anwendungsdauer erreicht hat, bis man dann die ganzen Sachen getrunken, gegessen, sich eingeschmissen oder sonst irgendwie hat, ist das schon ganz schön teuer, ne? Aber du, für mal zwischendurch kann ich mir das auf jeden Fall gönnen. Hier steht drauf Low Calorie, das ist natürlich nett. Ich sage Prost. Ja, aber ich finde jetzt nicht, dass, ne, das ist jetzt groß, es hat einfach gut geschmeckt. Das schmeckt einfach nach Beeren, schmeckt lecker beerig, fruchtig, mag ich gerne trinken, aber wird mein Leben nicht verändern. Ja, aber Leute, hier ist noch mehr in der Box und das ist echt immer der Hammer. Wir haben hier was von Yves Rocher mit dabei. 3-in-1 Entferner, Make-up, hier, 3-in-1 Marines Make-up, 3-in-1 Marines Make-up Entferner Jelly mit Mikroalgen für alle Hauttypen, für Gesicht und Augen. 150 ml. Nicht schlecht, Herr Specht. Sowas verwende ich gerne beim Double Cleansing unter der Dusche. Da verwende ich dann vorher einfach einen Abschminkbaum, um halt das ganze Kram runterzunehmen. Und dann unter der Dusche nochmal, um das Gesicht tiefen zu reinigen. Da kann ich mir das auch wirklich gut vorstellen. Ich mag sowas gerne. Und deswegen finde ich es klasse, dass es mit dabei ist. Yves Rocher mag ich als Marke einfach. Und ja, haben wir jetzt auch mit drin. Cool. Das ist schon jetzt ein krasser Inhalt. Und die Party geht noch weiter, denn wir haben hier eine Heilerde-Tuchmaske mit totem Meersalz zur Beruhigung der Haut von Bullrich. Sowas hatte ich auch schon mal mit drin. Das ist super witzig, denn dieses Ding, das trocknet dir auf dem Gesicht. Danach musst du das Gesicht natürlich auch nochmal abwaschen, weil dann hast du auch noch Rückstände drauf. Ich
finde das relativ sinnbefreit, dass da unbedingt ein Tuch zwischen sein muss, aber gut, so hält es wenigstens alles an Ort und Stelle. Und ich finde das schon vom Effekt her ganz interessant. Und da ich halt so eine Mr. Fried Ausflugsfamilie hier unten habe, hormonell bedingt und so weiter, werde ich mir die auch reinziehen. Cool. Du kannst auch so eine Maske machen und danach halt, ne, eine Feuchtigkeitsmaske. Macht auf jeden Fall auch Sinn. Und da haben wir ja schon eine. Cool. Cool, cool. Das hatten wir, glaube ich, in der ersten Box, die ich hier von der Beauty-AT-Box mal hatte, glaube ich, auch schon drin. Von Dr. Beckmann. Express-Fleckenstift. Denn seitdem ich den in der Box drin hatte, liegt der bei mir auf der Arbeit und ist auch schon das ein oder andere Mal in Anwendung gekommen. Ja, denn wenn du mal einen Fleck irgendwo hast oder deine Kollegin, dein Kollege oder sonst irgendwer, dann freut man sich wie Bolle, dass man so einen Fleckenstift mit dabei hat. Für unterwegs ist so ein Ding echt geil. Das finde ich cool. Ja gut, so ein Riesenfleck wie jetzt hier auf der Bluse wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Da bist du schon eine ganze Weile mit beschäftigt, den wegzumachen. Aber für so kleine Geschichten, Kaffeeflecken oder was auch immer, Marmeladenflecken, was auch immer, ne? Tomaten, hier, wie heißt das? Oh, Ketchupflecken. So, kriegst du damit dann halt auch mal ab und an so ein bisschen weg. Soforthilfe für unterwegs gegen viele frische Flecken und Fett, farb- und gewebeschonend. Und das finde ich einfach nett. Ja. Das ist schön, so ein Haushaltsvieh mit dabei zu haben. So, ein bisschen Deo haben wir auch noch mit dabei. Das finde ich cool. Von Far Pink Passion. Ja, entdecke den Duft der pinken Rose. Ich mag so, sowas mag ich gerne. Stoppt Bakterien, 48 Stunden. Stoppt Geruch ohne Aluminiumsalze. Ja, ich verwende Deo schon häufiger als nur alle 48 Stunden. Das ist scheinbar eine neue Verpackung, ne? Weil oben der Sprüher sieht auch ein bisschen anders aus. Solche Aluminium Verpackung kaufe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr nach. Ich habe ja so Glasviecher und dann halt zum Raussprühen, weil es halt irgendwo auch ein Stück weit ökologischer ist. Aber wenn sowas mal in der Box mit dabei ist, dann sage ich auch nicht nein. Und dann wird es auch verwendet. Und wenn es dann auch noch mit Rose ist, dann feiere ich das eh hart. Also von daher finde ich es cool. So, hier haben wir noch mehr drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben hier noch ein Getränk mit dabei. Ziehe ich mir das jetzt auch noch rein? Denn danach sehe ich dann aus wie 20, man weiß es nicht. Aber eigentlich soll man nicht so viel davon trinken. Ich weiß nicht warum. Kriegst du vielleicht ein bisschen flotten Otto von da irgendwie, weiß ich nicht. Regular. Ach so, das, was ich vorher getrunken habe, ist dann das also mit wenig Kalorien gewesen. Und das hier ist dann die normale Variante. Ja komm, das kann ich doch jetzt mal vergleichen, denn Durst habe ich sowieso. Das ist auch dann das normale mit Kollagen. Knallt die sich hier die Getränke rein wie sonst was, ne? Ja, es schmeckt einfach gut. Prost. Schmeckt schon ein bisschen leckerer, ne? Muss ich sagen. Wie ist denn da der Unterschied zwischen den Kalorien? Das ist mal eine gute Frage, ne? Also hier sind ja nicht nur 100 Milliliter drin, sondern jeweils 250 Milliliter. Bei dem mit wenig Kalorien hast du 19 Kilokalorien pro 100 Milliliter und bei dem anderen hast du 37 Kilokalorien. Ungefähr das Doppelte ist es dann ja, ne? Ja, ansonsten sind die Inhaltsstoffe doch sehr, sehr gleich. Also da hast du halt nur unterschiedlich die Zuckergeschichten. Da sind hier 2,3 Gramm drin und hier sind 6,8 Gramm pro 100 Milliliter drin. Ne? Schön, dass wir gerade drüber geredet haben. Ja, also lecker finde ich die wohl. Aber kaufen würde ich mir die nicht als Beauty-Drink, sondern eher so, wenn ich da einfach Bock drauf habe und ja, Bock drauf habe. So. Hier kommen wir dann zu dieser lustigen Ampulle, die ja schon ganz oben angeteasert wurde, von Fures Essential Deep Moisture. Das ist gut, das wird mir gefallen, aber ich sehe Glitzer. Ich mag nicht so gerne Glitzer in Ampullen. Egal. Ne? Das ist dann eine Ampulle mit 3 Millilitern. Das ist ein bisschen mehr, als normalerweise in Ampullen drin ist. Die kann man sich dann aufteilen auf 2 Tage. Und oder auf morgens und abends kann man das auch machen. Ne? Finde ich ganz cool. Aber dadurch, dass es jetzt so eine fette Präsentation hat, gehe ich davon aus, dass es ein Produkt ist, was ganz schön hochpreisig ist. Hoffe ich jedenfalls, weil irgendwie ansonsten das Eucerin-Produkt könnte vielleicht ein bisschen höheren Wert haben. Und klar, das Parfum, ne? Aber ansonsten, ja gut. Achso, das ist hier sowieso so ein bisschen schräg drin. Das muss ja wohl schräg drin sein. Natürlich noch mit Abbrechhilfe. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Werde ich austesten und euch dann im Aufgebraucht-Video was zu sagen. Durchfeuchtet und glättet. Das ist doch nett. Das ist nett, ne?
So, und jetzt kommen wir mal zum letzten Produkt und das ist von der Marke Sisley. Hair Ritual by Sisley und zwar ein Revitalizing Volumizing Shampoo. Süß. Hair and Scalp Care. 15 Milliliter, also das reicht bei mir für eine Anwendung, ne? Sind wir ehrlich. Das werde ich mir dann mal am Freitag geben und mal ausprobieren. Ja. Süß. Das ist echt süß. 15 Milliliter von einem Shampoo ist echt ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ihr Lieben, das war die Beauty.at Box. Ich finde, die Produkte in der Box waren sehr brauchbar, aber die letzten Boxen hatten irgendwie mehr diesen Wow-Charakter, oder? Seht ihr das auch so? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare, wieso euer Eindruck dazu ist. Was ich halt positiv finde, ich habe einiges für meinen Full-Face-Beauty-Boxen hier jetzt neben mir stehen. Halt auch eine Foundation, die wahrscheinlich zu dunkel sein wird. Aber hey, vielleicht mische ich mir die mit einer anderen. Ich muss mal gucken. Oder ich habe halt irgendwie ein weißes Puder oder so, was ich drüber geben kann. Müssen wir mal schauen. Aber ansonsten hat es sich gelohnt. Ja, also für 42,90 Euro ist es natürlich eine Stange Geld, aber man bekommt auch ganz schön viele Produkte dafür. Deswegen beschwere ich mich mal nicht und ich werde mir auch die nächste wiederholen. Falls ihr da irgendwelche Infos zur Verfügbarkeit der Box haben wollt, schreibt mich an. Folgt mir auf Instagram, AIDOIKP, Claudia-Rückperson und P dahinter, damit ihr sowas nicht verpasst. Und falls ihr sowas mitbekommt und mich informieren wollt, informiert mich, wie auch immer, auf allen möglichen Wegen, E-Mail, Instagram und in den Kommentaren. Haut raus, finde ich nämlich immer sehr lieb von euch und teile das dann gerne, reposte das gerne, damit auch alle was dann von diesen Aktionen haben. Genau, das finde ich ganz cool. Ansonsten habe ich irgendwas vergessen. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, als hätte ich was vergessen. Keine Ahnung, vielleicht zu den Ohrringen, Claudie Corazul 15, das sind jetzt meine Sommerohrringe, da habe ich eine Kooperation mit Corazul und durfte mir ein bisschen Schmuck aussuchen, aber also schau in der Infobox vorbei. Ich habe weitestgehend die Produkte verlinkt, soweit ich sie finden konnte. Preise habe ich eingeblendet. Ich weiß nicht. Ich fühle mich, als hätte ich was vergessen. Weiß ich nicht. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.